Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 28. September 2016. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit dem Tageshoroskop. Ja, wir gehen ja massiv auf den nächsten Neumond zu, der in der Nacht zum kommenden Sonnabend stattfinden wird im 9. Grad der Waage, sodass wir hier sehen, wie der Mond immer mehr an die Sonne heranrückt und daher auch die Zeit des Unbewussten immer stärker wird. Je näher der Mond an die Sonne geht, je mehr aus unserer Sichtbarkeit verschwindet, desto mehr verlagert sich seine Energie ins Unbewusste, könnte man sagen. Und dort im Unbewussten agiert er dann natürlich weiter, nur dass wir es nicht mehr sehen können. Sodass es gut möglich ist, dass jetzt in den kommenden Tagen Gefühle, innere Regung und andere Dinge in uns angeregt, angestoßen werden, deren Ursache wir gar nicht sehen. Es kann also Stimmungsschwankungen geben, die nicht unbedingt auf eine direkte Ursache zurück zu verfolgen sind. Es kann irgendwie auch, können möglicherweise auch Ängste oder andere Stimmungen ausgelöst werden. Der Mond ist in die Jungfrau gewechselt, und zwar hat er das gestern kurz vor Mitternacht gemacht. Er bewegt sich also jetzt durch die Jungfrau, wo er erst am Freitagmorgen wird er in die Waage weiterziehen und dann geht es auf den Neumond zu. Wir haben also heute den Mittwoch und den Donnerstag mit dem Mond in der Jungfrau zur Sonne in der Waage. Der Mond in der Jungfrau möchte im Grunde, hat das starke Bestreben, die Dinge zu ordnen. Wobei es im Grunde in beide Richtungen geht. Es geht in die Ordnung nach außen, aber vor allem auch in die Ordnung nach innen. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, dass wir uns Menschen ja aus verschiedenen Anteilen zusammensetzen. Da sind Anteile, die erst vor kurzem entwickelt wurden und andere Anteile, die wir lange in uns tragen. Da gibt es Gedanken, Gefühle, körperliche Aspekte. Und die Jungfrau hat im Grunde die Aufgabe, alle diese unterschiedlichen Aspekte miteinander zu integrieren, damit nicht das eine das andere stört, sodass der Weg dann frei ist für die Begegnung der Waage, könnte man sagen. Und hier gilt es eben mit dem Mond in der Jungfrau genau diese Zusammenhänge zu erkennen. Das kann also auch sein, dass neben dem Neumond auch der Mond in der Jungfrau Energie abzieht quasi für innere Prozesse, die wir abhängig von unserer Achtsamkeit und unserem Bewusstsein eben mehr oder weniger deutlich wahrnehmen können. Mond in der Jungfrau also immer eine gute Stellung, um besonders darauf Acht zu geben, wie es mit unserer ganzheitlichen Gesundheit aussieht. Dazu gehören eben so Dinge wie, sind Gefühle und Gedanken bei uns im Einklang oder denken wir in ganz viel oder sozusagen fühlen wir ganz viel? Wie sieht es mit unserer Ernährung aus? Tun wir genug für unseren Körper? Also diese Tage sind eben sehr gut geeignet, auch eine Menge für unseren Körper zu tun. Der Mars ist ja, wie ich gestern sagte, in den Steinbock gewechselt. Er ist hier noch im ersten Grad des Steinbocks, muss sich hier noch zurechtfinden, möchte im Steinbock aber gelenkt werden, sodass es auch hier weiterhin grundsätzlich darum geht, Wege zu finden, wie wir unsere Energie in die richtigen Bahnen lenken. Was sind die richtigen Bahnen? Das hängt davon ab, sozusagen, was unsere Lebensziele sind, was für uns wirklich am wichtigsten ist. Wenn wir das wissen, können wir die Energien auch dahingehend lenken. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Mittwoch und sage Tschüss, bis morgen.